Guten Morgen, meine lieben Freunde, beziehungsweise guten Abend, denn wir haben mittlerweile schon 18.17 Uhr. Guckt mal, Freunde, meine Aussicht, ich kann mich nicht satt sehen an diesem herrlichen Berg da hinten. Da die Vorräte hier alle gegangen sind bei den meisten, musste irgendeiner einkaufen gehen. Und das war ich, weil ich der Einzige bin, der hier sicher auf jeden Fall von diesem Platz hier wegkommt. Dementsprechend habe ich Einkaufszettel zusammengesammelt, beziehungsweise Liselle, die kam mit. Und dann haben wir heute für die ganze Meute eingekauft. Der Bus, der war komplett voll hier, ne? Der ganze Gang hier war voll mit Essen und Wasser. Aber jetzt haben wir alles am Start wieder. Wunderbar, wir können hier auf jeden Fall noch eine Woche weggammeln wieder, weil wir haben jetzt genug zu essen und zu trinken. Ich habe mir auch gedacht, dass ich die Zeit dann ab morgen nutzen werde und hier am Bus weiterbauen. Die ganze Wand hier hinter mir, die muss halt noch abgeschliffen werden. Und ich denke mal, das werde ich morgen einfach mal machen. Ansonsten habe ich noch schlechte News tatsächlich. Ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr gefilmt heute vom Einkauf, aber meine Kamera ist am Arsch. Ich habe hier so eine Gimbal-Kamera, ja. Und ich gehe sehr unflätlich leider mit so Technikkram um. Die Kamera weg in der Tasche zu liegen oder die liegt hier oben auf dem Tisch mit dem Ladekabel dran. Wie oft bin ich gegen dieses scheiß Ladekabel gestolpert und die Kamera ist auf dem Boden gelandet? Vielleicht habt ihr schon in manchen Videos gesehen, dass die ein bisschen wackeliger waren als sonst oder dass der Ton, dass da irgendwie was mit dem Ton nicht ganz hinhaut. Das ist leider alles, weil mir die Kamera ständig runterfliegt. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass wir Liselle dabei haben. Denn sie macht gerade ein Fernstudium, um noch weitere Massagetechniken zu erlernen und braucht natürlich dementsprechend Testobjekte, um das auszuprobieren. Ich habe gestern schon meine Massage bekommen. Nadja hat gestern auch schon eine Shiatsu-Massage bekommen. Und heute ist Martin und Nadja dran. Wenn ihr auch eine Massage haben wollt und auch momentan gerade in Spanien seid oder sonst wo vielleicht ihren Bus seht, lasst euch auf jeden Fall mal durchkneten. Ihr könnt auch mal bei ihr auf dem YouTube-Kanal vorbeikicken. Die macht ja auch Musik zum Beispiel. Und ihren Insta-Kanal, hau ich betet in die Videobeschreibung rein. Die würde sich bestimmt sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeikicken würdet. So, was jetzt allerdings ansteht. Ich habe beschlossen, jetzt Schleif-Action hier weiterzumachen. Ich möchte jetzt die Wand hier und alles hinterm Bett, die ganze Wand hier, heute abschleifen. Ich wollte eigentlich mehr schleifen heute. Ich wollte eigentlich die ganze Wand heute fertig machen. Und jetzt kam Massage dazwischen. Ich habe Liselle ein bisschen gefilmt, gerade wie sie die Füße von Martin massiert. Der schwebt übrigens gerade auf Level 47. Jetzt hat sich Angelo angemeldet. Angelo wollte uns auch wieder mal besuchen kommen, dass unsere Crew mal wieder vollzählig ist. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich hier die Leute in so eine Falle locke, ja? Andrea wollte eigentlich auch schon vorbeikommen. Und jeder, der unten hier landet, ist bei uns. Der denkt sich so, fuck, wir kommen hier nie wieder raus. Weil hier hinten ist die Schnecke. Meine Tochter heißt mit Spitzname Schnecke. Geil. Da musste eine Schnecke hin. Das ist eine Blume von ihr, 1:1. Die haben wir dahinter gesetzt. Hier ist so ein Käferchen. Dann halt ein Fluss, ein Bergsee, halt alles Natur. Condorcito. Dann sind hier die Zugvögel, die Gänse. Und normalerweise wollte ich da Martin auf der Gans vorsetzen, aber da ich ja nun mal vor 2 Jahren ein Erlebnis hatte und mich die Elster da am Fenster begleitet hat im Krankenhaus, ist das halt mein. Erst war das mein Warnvogel, da habe ich aber das gesagt, nee, das ist nicht mein Warnvogel, das ist der Vogel, der mich begleitet, der mich beschützt, der gut für mich ist. Und dann habe ich Martin, also mich selber auf die Elster setzen lassen und vor die Zugvögel. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin tatsächlich vor 3 Minuten aus dem Bett gefallen. Der Martin und die Nina, ne, der Tippi-Pärchen, was hier auch steht, die sind übrigens Zucker, ne, die beiden. Muss ich ja wirklich mal sagen. Also ich liebe die beiden. Die haben so eine geile, entspannte Ausstrahlung.
Die sitzen den ganzen Tag auch eigentlich vorm Bus in ihren Stühlen und schnitzen irgendwas oder basteln irgendwas oder malen irgendwas an. Die strahlen so eine geile Ruhe aus, das ist der Hammer. Und beide sind halt so tätowiert von oben bis unten, war so mit verschiedensten komischen Tattoos. Und da hat sich dann rausgestellt, dass die sich gegenseitig und sich selbst tätowieren und dass die eine Tätowiermaschine dabei haben. Na Freunde, was glaubt ihr denn, welche Idee mir da gekommen ist? Ich habe mir letztes Jahr am Strand in Mazagon hier das UFO stechen lassen, weil es einfach eine geile Erinnerung an eine geile Zeit war. Und jetzt haben wir hier so eine ultra geile Zeit an diesem Stausee. Nee, ich brauche ein Andenken. Ich habe das gestern richtig gefühlt. Ich dachte so, ja geil. Auf jeden Fall. Aber der Martin, der ist sich noch ein bisschen unsicher. Der hat bisher noch nie andere Leute tätowiert und er ist halt auch Laie, ne? Also das, der ist jetzt kein Pro oder so. Wir machen als allererstes hier ein kleines Frühstück draußen in der Sonne, wenn die Sonne draußen ist, ne? Wenn die Sonne draußen ist, machen wir Frühstück draußen in der Sonne. Wenn die Sonne draußen ist, wenn die Sonne warm ist und draußen ist, machen wir ein kleines Frühstück draußen. Und dann will ich auf jeden Fall hier schleifen. Ich will mich heute nicht ablenken lassen. Ich habe mich gestern in der Zeit nur ablenken lassen von der Arbeit. Heute wird die Schliffe. Und dann zwischendurch vielleicht tätowiert. Es geht los mit der Schleif-Action. Wir haben gerade noch schön in der Sonne gechillt, ein bisschen gequatscht und vor allen Dingen, Martin wird uns tatsächlich heute tätowieren. Nee, mag er nicht. Ja. Jetzt, guck mal, sonst zwickt sie, aber ich finde es ja nicht schlimm. Oh, ist das süß. Aber sie will nicht. Ihre Ruhe. Sie sind heute für die Kullern da? Ich bin heute für die Kullern gekommen. Ja. Na? Na? Wollt ihr jetzt alle zugucken? Na, ich soll ihm ja Hähnchen halten. Ah, cool. Das, ach nee, das ist nicht so gut. Wünschst du es schon mal? Ich kann schon kein Wort mehr reden. Geh los? Jo. Dankeschön. Ja, gern geschehen, ne? Geil. Schau mal her hier. Nina, wir brauchen ein Foto. Das erste Werbefoto für euer neues Tattoo-Studio. So Leute, ich bin zurück vom Tätowieren. Auf jeden Fall, ich bin mega happy. Wirklich. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich wollte Blubberblasen haben. Die haben ja auch beide diesen Style für sich so entwickelt. Und die haben überall diese Blubberblasen bei sich tätowiert. Und ja, ich bin jetzt Teil der Familie, würde ich sagen. Wenn man das so sehen kann, ich weiß das nicht. Ob ihr das seht? So, ich glaube, mit dem Schleifen werde ich jetzt nicht weitermachen. Ich habe gerade wirklich ja keinen Bock. Ich werde jetzt ein bisschen aufräumen und vor allem mal was essen. Aber ich sag euch eins, Leute, ich bin mega happy. Happy, peppy, peppy, peppy. Und schwitzt du schon ein bisschen? Der ist ja so zaghaft. Jeder ist manchmal ein bisschen... Hey. Ah ja, ja, so. Komm her. Danke. Oh, ja, gerne. Du wirst mich jetzt ein Leben lang begleiten. Ja. Bro, Bro. Guck dir das an. Ja. Und Fuß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Erstmal ein Kev, ne? So, also gestern der Tag war ein bisschen wie auf Drogen, muss ich sagen. Du wachst morgens auf, kickst dir den Arm an. Und denkst du, sag mal, hab ich gesoffen oder was? Was ist denn da passiert? So, heute werde ich mich aber nicht hier so leicht ablenken lassen. Ich muss heute die Wand hier fertig kriegen. Ich will heute die Wand fertig kriegen. Das ist noch ein Arsch viel an Schleifarbeit. Ich trinke Kaffee aus
warte, bis es ein bisschen wärmer geworden ist, denn draußen ist noch Frost. Hier ist ja morgens immer krass Frost. Und dann geht es hier steil, Leute. Dann geht es richtig steil. Ich habe gestern hier noch den Router abgeschraubt. Der war ja hier oben dran. Das hier ist mein Lichtdimmer gewesen. Oder ist er immer noch, nur dass das Licht nicht mehr geht. Ich habe jetzt die Knöpfe hier abgebaut und so, dass ich hier schön schleifi-schleifi machen kann. Gestern bin ich gar nicht so weit gekommen. Ich habe hier noch ein bisschen angefangen zu schleifen. Da wir heute Sonntag haben, muss ich heute fertig werden und will ich heute fertig werden, weil ich will hier nicht wieder alles aufbauen und am nächsten Tag wieder abbauen, um weiter zu schleifen, weil das macht ja auch alles Dreck hier. Ich werde jetzt schön durchziehen, Leute. Ich werde schön durchziehen. So, Freunde, kleiner Zwischenbericht. Ich habe jetzt die Wand fast komplett abgeschliffen. Hier oben sieht man ja, ist schon alles grob schön runtergeschliffen. Hier unten fehlt noch ein Stück. Hier unten muss ich noch mal ein bisschen. Pain wird auf jeden Fall werden, die Rillen abzuschleifen. Das ist so eine ätzende Assi-Arbeit. Und dann könnte ich eigentlich den Anstrich schon machen. Ich würde am liebsten heute fertig werden. Ich will jetzt durchziehen auf jeden Fall. Denn wir haben gerade festgestellt, es wird morgen regnen. Mehrere Tage soll es regnen. Und dann ist hier alles wieder matschig. Und dementsprechend müssen wir auf jeden Fall heute noch den Ort hier leider verlassen. Ey, ihr könnt hier noch 1-2 Wochen abhängen. Ne? So geil hier. So geil. So schön. Würden wir jetzt heute nicht fahren, kann es sein, dass wir wirklich nicht mehr rauskommen. Ne? 2 Wochen oder so müsst ihr dann wahrscheinlich warten, wenn es eine Woche regnet, bis du hier wieder rauskommst. Selbst ich komme da nicht mehr raus. Kleinen Honigmäuse. Ich bin fertig. Finally. Ne, so sieht es gerade aus. Hier schön alles weißi weißi. Naja, nicht weißi weißi, aber hell hell. Ne? Hier alles schön. Alles schön. Alles schön. Ich mache wirklich 3 Kreuze jetzt gerade, dass das hier fertig ist. Hier sieht es aus wie die Sauna. Guckt euch das mal hier alles an. Das muss jetzt alles aufgeräumt werden. Hier. Überall. Guck mal, draußen liegt mein ganzer Shit. Da ist die Sojanka. Die anderen sind jetzt gerade losgefahren und checken schon mal den neuen Spot aus, wo wir hinfahren, weil, wie gesagt, es soll ja regnen. Wahrscheinlich hier so ein Parkplatz, der ist nicht weit von hier. Da haben wir schon ein paar Camper stehen sehen. Und wenn ich hier durch bin, fahre ich mit Liesel hinterher. Vielleicht fahren die auch ans Meer. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch der Platz da, der Parkplatz scheiße, und dann fahren die ans Meer. Ich bin jedenfalls völlig fertig, ey. Ich will fertig werden, ich will irgendwo ankommen, was essen, eine Backpfeife und ab ins Bett. Also eigentlich sind wir nur Luftlinie 300 Meter von unserem alten Spot entfernt. Man könnte hier, glaube ich, so ja fast hingucken. Aber wir mussten jetzt 16 Kilometer außenrum über die ganzen Hügel rüberfahren, um endlich auf die Hauptstraße zu kommen. Pipapo. Jedenfalls hat es geklappt. Alle sind rausgekommen.
habe ich mir auch schon gedacht, dass die da diese Rampe hochkommen. Also so steil war die jetzt auch nicht. So, Lisel, was ihr kocht. Wir kicken heute Abend Filmchen alle zusammen. Und dann gibt es eine Backpfeife und ab ins Bett. So sieht's aus.